Kommt jetzt die Korrektur an den Aktienmärkten irgendwie aus heiterem Himmel? Denn so richtige Gründe gibt es nicht, dass die US-Indizes gestern doch dann teilweise recht deutlich ins Minus gedreht sind. Der Russell 2000 etwa knapp 2% im Minus, Dow Jones 1,5% im Minus. Der Nasdaq hat sich noch etwas besser gehalten, aber ist doch deutlich runtergekommen von seinen Hochs, die er da nochmal gemacht hat. Allzeithochs bis 10.700 Punkte gelaufen. Dann war Schluss, eigentlich ohne große Nachricht, und das ist nicht gerade untypisch. Wir hätten schon viele, viele Möglichkeiten gehabt oder viele Gründe gehabt, hier mal eine Pause einzulegen, diese Rallye zu pausieren, mal runterzukommen, diese Überkauftheit abzubauen, die bei den Aktienmärkten in vielerlei Hinsicht feststellbar ist. Aber es ist nicht passiert und plötzlich kommt es ohne wirklichen Grund. Und so dürfte es gestern auch gewesen sein. Wir haben ja diese Coronavirus-Thematik in den USA. Die ist jetzt nicht anders oder nicht schlimmer als in der letzten Woche. Aber jetzt scheint man sie wahrzunehmen oder anders wahrzunehmen. Wahrscheinlich spielt auch eine Rolle, dass die Analysten jetzt erste Infos haben von den Konzernen, wie das zweite Quartal gelaufen ist. Das ist ja das große schwarze Loch sozusagen, ist diese Berichtssaison. Wie kann das mit den Kursen abgeglichen werden? Denn dass die Zahlen nicht allzu hübsch sind, das dürfte auch dem größten Robin Hooder Bullen inzwischen klar geworden sein. Aber schauen wir uns mal ein paar Aspekte an, die vielleicht erklären, was da passiert, warum es möglicherweise jetzt doch einmal nach unten geht, nachdem ja eigentlich die Aktienmärkte am 8. Juni ihr Hoch erreicht hatten, mit Ausnahme des Nasdaq. Und seitdem geht es nicht mehr so richtig nach oben, aber die Rallye davor war imposant. Aber schauen wir uns mal an, wenn wir zum Beispiel eine Tesla sehen, die mehr wert ist als General Motors, Fiat, Chrysler, Honda, BMW, Nissan, Hyundai, Mercedes und Ford zusammen. Und das mit ein paar hunderttausend verkauften Autos, nicht einmal 400.000, die anderen über 10 Millionen, Toyota und Volkswagen jeweils 10 Millionen. Da muss man sich schon die Frage stellen, wo ist da noch irgendwie die Rationalität? Ist das ein irrationaler Überschwang, der nicht mehr erklärbar ist, der sozusagen an die Dotcom-Blase erinnert, nur jetzt eben mit anderen Unternehmen, wie zum Beispiel auch einer NIO? Wer glaubt hier so einen Tweet, dass Tesla schon extrem ist, der schaue sich mal NIO an. Es ist ein Konzern, der 3000 Autos im Juni verkauft hat, dabei Verlust von 6 bis 9% pro verkauften Auto macht. Das heißt, die verlieren Geld. Das ist ein Unternehmen, das in Shanghai stationiert ist, Elektroautos baut und eine Bewertung hat, die völlig absurd ist. Also es ist überall zu erkennen, in China ja eine gewisse Blase inzwischen auch sich aufblasend. Bester Aktienmarkt jetzt seit einem Jahr ist der chinesische Aktienmarkt und wir sehen ein ähnliches Phänomen wie in den USA, die Robin Hooders, dieses Fintech Robin Hood, wo massenweise Konten eröffnet werden, aber auch bei anderen amerikanischen Brokern massenweise Kontos eröffnet wurden. So sehen wir, dass jetzt die Chinesen vorwiegend über Trading-Apps eben agieren, massenweise Konten eröffnen, sodass diese Apps teilweise zusammenbrechen, weil einfach der Traffic zu groß ist. Also da ist eine gewisse Euphorie bei beiden Supermächten. Ich hatte gestern ein Video dazu gemacht, dass da ein heimlicher Kampf passiert an den Aktienmärkten zwischen China und den USA. Aber schauen wir uns mal die technische Voraussetzung an beim Dow Jones etwa. Was wir hier sehen, ist ja dieser Aufwärtstrend seit der Finanzkrise. Der wurde im März massiv gebrochen. Da haben wir dann jetzt wieder versucht, an diesen Aufwärtstrend ranzulaufen und sind eben punktgenau daran gescheitert, prallen jetzt ab. Also all das wäre technisch durchaus sauber zu erklären. Henrik Becker hatte hier einen Nasdaq-Chart vor 2 Wochen gepostet, in dem er ziemlich genau das Hoch vorausgesagt hat bei 10.700 Punkten. Dann nach seiner Auffassung ein Rücksetzer in Richtung 9.800 Punkte, bevor dann die nächste Aufwärtsbewegung kommt. Dann gefolgt eine größere Abwärtsbewegung. All das wäre typisch, wenn wir uns mal diesen Anstieg anschauen, den der Nasdaq jetzt absolviert hat. Dann wäre eine Korrektur von 800-900 Punkten eigentlich total normal. Also eine Korrektur von 7, 8, 9% wäre jetzt nicht gerade so fürchterlich ungewöhnlich. Den DAX könnte es auch treffen. Noch haben wir keine aktiven Verkaufssignale, aber der DAX hat es nicht geschafft, hier den Bereich 12.800, 850 nachhaltig zu überwinden. Es droht hier ein Doppeltop und eben der Aufwärtstrend, der seit dem März der Fall ist, ist jetzt in Gefahr. Also es geht jetzt um was. Es
Es geht um technische Marken. Fundamental wäre das ohnehin gerechtfertigt, weil, wie wir hier sehen, unglaublich viele Downgrades derzeit passieren. Verhältnis von 43 zu 1. Das ist schon extrem, wahnsinnig extrem. Downgrades von Anleihevehikeln etc. etc. Wir sehen, auf dem Hochpunkt der Finanzkrise war das krasseste Verhältnis 8,4. Jetzt haben wir praktisch 43 zu 1. Das zeigt, wie die Dinge hier sind. Die Bankrotte steigen etc. etc. Also diese Euphorie an den Aktienmärkten, die passiert vor dem Hintergrund einer zwar sich teilweise erholenden Wirtschaft insgesamt, aber es bleiben eben viele auf der Strecke. Jetzt erstmal in den USA, in Deutschland wird das kommen, wenn dann die Pflicht zur Insolvenzanmeldung wieder da ist. Also wir sehen, dass da sozusagen eben die Kluft ein bisschen zu groß geworden ist. Und wir sehen vor allem, dass jetzt die Daten, ich hatte das gestern versucht im Video zu zeigen, die Daten schwächen sich ab. Big Data zeigt immer mehr, dass sozusagen im Juni die Erholung dann ausgetoppt hat und jetzt im Juli es nach unten geht, eben weil diese Coronavirus-Sorgen vor allem in den USA, aber auch andernorts so virulent sind. Wir sehen neue Spannungen zwischen den USA und China in Sachen Hongkong. Jetzt überlegen die Amerikaner, beraten von Kylie Best, diesem Hedgefondsmanager, der sehr kritisch ist gegenüber der chinesischen Führung und vor allem sich in Finanzsachen sehr, sehr gut auskennt, dass man praktisch das Pack des Hongkong-Dollars attackiert. Der Hongkong-Dollar agiert in einer definierten Spanne, kann man sagen. Und dementsprechend überlegen die Amerikaner jetzt, dass man Hongkong-Banken oder Banken aus Hongkong eben nur noch eine begrenzte Zufuhr an US-Dollars erlaubt. Dann könnte diese Bandbreite im Handel nicht mehr aufrechterhalten werden. Das ist ein ziemlich intelligenter Schachzug, wie ich finde, um die Chinesen unter Druck zu setzen, denn die Chinesen brauchen Dollars. Wenn ich ihnen also über Hongkong jetzt so ein bisschen den Geldhahn abdrehe, so muss es heißen, dann wäre das effektiv. Wir sehen Polemik wieder von China's Global Times, hier Hu Xixin, der sagt, die Amerikaner sind oder die amerikanische Führung in einem Zustand der Demenz hier gefallen, vor allem in Sachen WHO und der Antwort auf die Epidemie. Ja, man muss sagen, die Amerikaner haben das deutlich schlechter gemanagt als die Chinesen, die ja sehr schnell reagiert haben. Wir in Europa haben überwiegend auch sehr schnell reagiert. Deswegen sind unsere Fallzahlen vergleichsweise sehr gering. Und in UK, wo man nicht so schnell reagiert hat, in angelsächsischen Ländern, vor allem USA, sind die Fallzahlen eben deutlich höher. Wir sehen gestern zum Beispiel, dass fast die Hälfte aller Fälle in den drei Bundesstaaten Kalifornien, Florida und Texas entstehen. Wir sehen, dass die Todesrate nach wie vor relativ gering ist, während die Corona-Fälle an sich steigen, ist die Mortalitätsrate nicht gestiegen, auch das sei erwähnt. Und es gibt hier neue Studien in Spanien, die zeigen, dass die Antikörperbildung nur bei 5% der Spanier bisher passiert ist. Also es ist in Frage zu stellen, ob es diese ganze Herdenimmunität überhaupt geben kann, geben wird etc. Und wir sehen ein anderes Thema noch. Die Goldzuflüsse oder die Zuflüsse in goldbasierte ETFs jetzt mit 7 Monaten in Folge. Und kein Wunder, dass eben jetzt der Goldpreis den höchsten Stand seit 2011 erreicht hat. Schauen wir uns gleich mal in die Charts an, was wir hier sehen, meine Damen und Herren. Das ist der Nasdaq 100 in den Charts von Capital.com, der es geschafft hat, gestern ja die 10.700er Marke zu erreichen, jetzt aber knapp 200 Pünktchen tiefer, eigentlich nachrichtenlos. Eine Aktie wie Amazon ist dann doch noch ins Negative gedreht. Schauen wir uns den Dow Jones an, den wir vorhin schon mal gesehen hatten. Hier sehen wir 25.824. Der DAX jetzt so im Bereich von 12.500 Punkten. Wir haben Gold, der vorhin schon angesprochen, auf dem Weg zur 1.800er Marke. Große Frage. In China passiert heute nicht der fürchterliche viel, wie wir sehen, da ist es sozusagen dieser Extremchart nach wie vor intakt und der Crude Oil, das hält sich bei $40,42. Also es kommt im Grunde nachrichtenlos, was vielleicht überfällig ist, die Euphorie ist zu groß, der Abstand zur Realwirtschaft ist zu groß, zu der Zahl von Bankrotten etc., zu dem, was auf dem Boden der Tatsachen passiert, haben wir uns ein bisschen zu weit entfernt. Irgendwann ist das Band vielleicht zu angespannt und muss dann zurückschnappen. Eine Korrektur wäre ohnehin gesund, ohne dass jetzt sozusagen der große Bärenmarkt schon der Fall sein müsste. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen Tag. Wir sehen uns heute Abend zum letzten Markenflüster vor meinem Urlaub. Hoffentlich bis dann. Servus und ciao.